abgebrochen. General McClellan entschied jedoch, es sei unklug, erneut anzugreifen. Die dritte Schlacht fand an der rechten Flanke der Konföderierten statt, wo Unionstruppen unter der Führung des Korps von General Burnside versuchten, sich über eine heftig verteidigte Steinbrücke zu kämpfen, die den Antietam überspannte. Ambrose Burnside war ein freundlicher, eleganter Mann, der mit seinem auffälligen Backenbart Mode machte. Aber, so ein Offizierskollege, er scheute aus aufrichtiger Bescheidenheit davor zurück, Verantwortung zu übernehmen. Er verdankte seine Position seinem alten Freund McClellan, der nun versprach, seinen Angriff auf die Brücke zu unterstützen. Burnside hatte 12.500 Mann, im Gegensatz zu den nur 400 Soldaten aus Georgia unter Führung von Robert Toombs. Aber die Konföderierten kontrollierten das Steilufer oberhalb der Brücke und nahmen die Unionstruppen unter Dauerfeuer. Es kostete die Unionssoldaten 3 Stunden und 3 blutige Attacken, bis sie den Fluss überquert hatten und sich hügelaufwärts nach Sharpsburg vorwärts kämpfen konnten. 7 Fahnenträger der Union wurden getroffen, bevor die Reihen der Konföderierten zusammenbrachen und in die Stadt zurückflüchteten. Oh, wie ich rannte. Ich hatte solche Angst, in den Rücken getroffen zu werden und habe mich im Laufen mehrmals umgedreht, um möglichst eine so schmähliche Verwundung zu vermeiden. Gefreiter John Dooley. Wieder schien ein Sieg der Union sicher. Aber während die Unionstruppen jubelten, traf die leichte Division der Konföderierten aus Harper's Ferry ein. 3000 Mann, nach 17 Meilen Marsch zwar mit wundgelaufenen Füßen, aber kampfbereit. Ihr Kommandeur war General A.P. Hill, wie stets in einer Schlacht mit einem roten Hemd bekleidet. A.P. Hill war der kämpferischste Divisionskommandant in Lees Armee. Hills Eintreffen war wieder eine dieser Rettungen in letzter Minute. Er schaffte es, Burnside zurückzuschlagen, nachdem diesem die Überquerung der Brücke gelungen war. Hill attackierte die jubelnden Unionstruppen. Burnside flehte McClellan an, die versprochene Verstärkung zu schicken. Doch McClellan weigerte sich. Bei Einbruch der Nacht zog sich Burnside zu der Steinbrücke zurück, um deren Eroberung seine Männer so hart gekämpft hatten. Die Schlacht war vorbei. Beide Seiten hatten keinen Zentimeter an Boden gewonnen. Es war der blutigste Tag in der amerikanischen Geschichte. Für die Union waren 2.108 Soldaten gefallen. Weitere 10.293 waren verwundet oder vermisst. Damit waren die Verluste doppelt so hoch wie am D-Day 82 Jahre später. Lee hatte 10.318 Soldaten verloren, ein Viertel seiner Armee. Warum haben wir sie nicht angegriffen und in den Fluss getrieben? Ich verstehe das nicht. Aber ich bin auch nur ein junger Bursche. Elisha Hunt Rhodes. McClellan hatte große Truppenreserven vor Sharpsburg, aber er setzte sie nicht ein. Lee, der nur über ein Drittel der Truppen verfügte, wartete den ganzen nächsten Tag auf einen erneuten Angriff. Doch der kam nicht. Am 18. setzten Lee und seine Armee über den Potomac und traten den Rückzug nach Süden an. McClellan konnte einen Sieg verbuchen, aber er hätte den Krieg gewinnen können. Lees Invasion war gestoppt. Er hatte schreckliche Verluste erlitten, aber seine Armee war nicht zerstört. Die Kriegsziele waren grundverschieden, aber der Mut der Männer war der gleiche. Joshua Lawrence Chamberlain, 20. Maine Regiment. Vor Sharpsburg lag das 20. Maine Regiment in Reserve. Es bestand aus Farmern und Holzfällern, Seeleuten, Ladenbesitzern und Trappern. Angeführt wurde es von Oberst Joshua Lawrence Chamberlain, einem 33 Jahre alten Professor für Rhetorik und moderne Sprachen am Bowdoin College. Als sich sein Direktor weigerte, ihn für den Kriegsdienst freizustellen, beantragte er Freistellung für einen Studienaufenthalt in Europa und meldete sich dann freiwillig.
Auf dem Papier bestand seine einzige Führungsqualifikation darin, ein Gentleman von höchstem moralischem, intellektuellem und literarischem Wert zu sein. Chamberlain lag noch vor Sharpsburg, als Abraham Lincoln das Schlachtfeld besichtigte. Wir konnten die tiefe Trauer auf dem Gesicht des Präsidenten sehen und die Bürde spüren, die auf seinem Herzen lastete, angesichts seines großen Auftrags, dieses Volk zu retten. Und in dem Wissen, dass ihm das nicht anders möglich war, als durch die Tapferkeit dieser Männer. Als er sah, wie der Präsident seine Truppen inspizierte, schien es Joshua Lawrence Chamberlain, als würde die Männer ein mystisches Band von wundervoller Intensität mit ihrem obersten Kriegsherrn verbinden. Lincolns Besuch sollte McClellan bewegen, Lee zu verfolgen. Bei meiner Rückkehr dachte ich, er würde umgehend aufbrechen. Aber als ich wieder zu Hause war, begann er Argumente vorzubringen, warum er das lieber nicht tun sollte. Ich erteilte ihm ganz entschieden den Marschbefehl. Es dauerte 19 Tage, bis er seinen ersten Mann über den Fluss schickte und 9 weitere, bis er seine Armee rübergeschafft hatte. Dann stoppte er wieder. Lincoln hatte genug von George McClellan. Der Präsident enthob ihn endgültig seines Kommandos. Im Oktober 1862 eröffnete Matthew Brady in seiner New Yorker Galerie eine Fotoausstellung mit dem Titel »Die Toten von Antietam«. Etwas Vergleichbares hatte man in Amerika noch nie gesehen. Die Toten der Schlachtfelder kommen uns selten nahe, nicht einmal in unseren Träumen. Wir sehen die Liste beim Frühstück in der Morgenzeitung, doch beim Kaffee haben wir sie bereits wieder verdrängt. Mr. Matthew Brady hat etwas getan, was uns die schreckliche Realität und den Ernst des Krieges nahe bringt. Er hat die Leichen nicht direkt in unseren Vorgärten und Straßen abgelegt, aber er hat doch etwas Ähnliches getan. Gegen die Empfehlung seiner Berater überträgt Lincoln Ulysses S. Grant erneut ein Truppenkommando. Ich kann auf diesen Mann nicht verzichten, sagte er, denn er kämpft. 1000 Meilen weiter westlich war das hoch über dem Steilufer des Mississippi gelegene Vicksburg nach wie vor in der Hand der Konföderierten. Vicksburg, sagte Jefferson Davis, ist der Nagel, der die beiden Hälften des Südens zusammenhält. Im Herbst versuchte Grant, die massiv befestigte Stadt einzunehmen. Er scheiterte. Die Offensive der Konföderation erstreckt sich über eine 1000 Meilen lange Front. Mr. Gladstone, ein mächtiger Mann im englischen Kabinett, sagt, Jeff Davis hat eine Kriegsmarine geschaffen und eine Armee und, was noch wichtiger ist, eine Nation. Aber die Invasion Marylands scheitert. Lee ist besiegt. Sie verlieren bei Perryville in Kentucky, bei Euka und Corinth in Mississippi und sogar bei Newtonia in Missouri. Die Flutwelle der Konföderierten rollt zurück. Nach Antietam hebt Lincoln das Motiv für den Krieg auf eine höhere Ebene. Wieder ein genialer Schachzug. Er kündigt die Emanzipationserklärung an. Natürlich befreit sie keinen einzigen aufständischen Sklaven. Sie ist nur Kriegsmaßnahme und gilt nur für die Sklaven in den konföderierten Staaten. Sie soll am 1. Januar in Kraft treten. Ab dem 1. Januar im Jahre des Herrn 1863 sollen alle Personen, die als Sklaven in einem Staat oder Teil eines Staates gehalten werden, dessen Bewohner sich gegen die Vereinigten Staaten erheben, künftig und für alle Zeiten frei sein. Abraham Lincoln. Der Präsident erließ seine Emanzipationsproklamation am 22. September, nur 5 Tage nach der Schlacht am Antietam. Wenn mein Name einmal in die Geschichte eingehen sollte, sagte Lincoln, dann für diese Tat. Der Süden war außer sich vor Empörung.
Jefferson Davis bezeichnete die Proklamation als die verabscheuungswürdigste Maßnahme, der sich je ein Mensch schuldig gemacht hat. Bei einem Dinner in Washington fiel John Hay, dem 23-jährigen Sekretär des Präsidenten, auf, dass alle ein neues, beglückendes Lebensgefühl zu verspüren schienen. Die Proklamation des Präsidenten hatte sie ebenso befreit wie die Sklaven. Es ging nicht länger um die Frage, ob die Union in ihrer ursprünglichen Form wiederhergestellt werden könnte. Es ging um die Union, wie sie einmal sein sollte. Sozusagen reingewaschen von ihrer Erbsünde. Wir waren nicht länger nur Soldaten einer politischen Kontroverse. Wir waren nun Missionare eines großen Erlösungswerks. Die bewaffneten Befreier von Millionen. Der Krieg war geadelt, hatte ein höheres Ziel. Im Ausland hatte die Proklamation den Effekt, den sich Lincoln erhofft hatte. Weder England noch Frankreich waren willens, sich offen gegen die Vereinigten Staaten zu stellen, die gelobt hatten, die Sklaverei abzuschaffen. Im Dezember sprach Lincoln vor dem Kongress. Die Dogmen der friedlichen Vergangenheit gelten nicht mehr für die stürmische Gegenwart. Unsere Situation ist neu und darum müssen wir neu denken und neu handeln. Wir müssen uns befreien, dann können wir unser Land retten. Mitbürger, wir können der Geschichte nicht entfliehen. Die Feuerprobe, der wir jetzt ausgesetzt sind, wird uns bis in die letzte Generation in einem ehrenhaften oder in einem unehrenhaften Licht erscheinen lassen. Wir stehen für die Union. Das wird die Welt nicht vergessen. Indem wir den Sklaven die Freiheit geben, sichern wir den Freien die Freiheit. Das eine zu geben und das andere zu bewahren, ist gleichermaßen ehrenvoll. Wir werden die letzte große Hoffnung auf Erden entweder nobel retten oder schändlich verlieren. Am 31. Dezember versammelten sich in der Music Hall von Boston viele Abolitionisten. Unter ihnen Harriet Tubman und Wendell Phillips. Um Mitternacht sollte die Proklamation in Kraft treten. Auf der Bühne weinte William Lloyd Garrison vor Freude, neben Frederick Douglass. Die jubelnde Menge rief nach Harriet Beecher Stowe. Sie stand auf dem Balkon mit Tränen in den Augen. In einem Lager in Washington, D.C. berichteten ehemalige Sklaven von ihrem Schicksal. Einer erinnerte sich, wie seine Tochter verkauft wurde. Das ist jetzt vorbei, sagte er. Sie können meine Frau und meine Kinder nicht mehr verkaufen. Gepriesen sei der Herr. Auf den Sea Islands vor South Carolina verlasen Bundesbeauftragte unter den ausladenden Ästen einer riesigen Eiche die Proklamation vor ehemaligen Sklaven. Als der Kommandeur eines neuen, ausschließlich schwarzen Regiments die amerikanische Flagge entrollte, begannen seine Männer zu singen. Die unterdrückte Stimme einer Rasse war endlich befreit, schrieb er. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea. Glory in his bosom that transfigures you and me.